2019 jährt sich der Stonewall-Aufstand zum 50. Mal. Weltweit begeht die LGBT-Community den Jahrestag mit Konzerten, Umzügen und in Deutschland vor allem mit dem CSD. Ein allgegenwärtiges Symbol dabei? Der Regenbogen. Die Freude an der Vielfalt haben längst auch Unternehmen für sich entdeckt. Anlässlich des Pride Month im Juni und den vielen Pride Parades im Juli werben etliche Unternehmen auch für ihre Produkte in den passenden Farben. Doch stellt sich die Frage, setzen sich diese Unternehmen tatsächlich für die Belange der LGBT-Community ein oder steht im Zweifel doch nur eine Marketingstrategie dahinter? Kritiker sprechen dann von Pinkwashing. Also warum setzen sich Unternehmen für LGBT ein oder warum machen sie Pinkwashing? Das hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund. Und zwar alleine die Kaufkraft von LGBT-Menschen in Deutschland liegt zwischen 50 bis 100 Milliarden Euro. Cameron, unter anderem Gründer des LGBT-Job- und Karrierenetzwerks Stick & Stones, bietet mit dem Arbeitgebersiegel Pride 500 interessierten Unternehmen an, ihr LGBT-Engagement nach entsprechender Untersuchung zu zertifizieren. Bei großen Unternehmen fragen wir nach, ob sie auch spezielle Produkte haben, die sie an die LGBT-Community bewerben und ob sie mit den Einnahmen davon oder zumindest einen Teil davon die LGBT-Community auch wieder unterstützen. Ein Unternehmen, was sich besonders für LGBT-Diversity einsetzt, ist zum Beispiel SAP. Die haben fast 100% des Audits bestanden, ne? Und die machen wahnsinnig viele Sachen. Unter anderem haben sie ein globales LGBT-Mitarbeiternetzwerk von über 8000 Mitarbeitern. Da sind nicht nur LGBT-Personen vertreten, sondern auch sogenannte Straight Allies. Das sind heterosexuelle Personen, die sagen, ja, ich trete auch für Vielfalt ein und nehme gerne in diesem Netzwerk teil. Es gibt neben vielen Unternehmen, die sich mittlerweile proaktiv für LGBT einsetzen, gibt es leider auch Unternehmen, denen ich eher zuschreiben würde, das ist eher Pinkwashing. Ein Unternehmen, was ich hier nennen kann, ist Katjes. Katjes macht aktuell eine große Werbekampagne für ein neues Produkt, was sie auf den Markt gebracht haben, was sie unter anderem hier in Berlin mit einem riesen Plakat bewerben, wo sich hier zwei Frauen sehr, sehr nahe kommen. Für mich persönlich sage ich, wow, das ist ja mal toll, dass ein Unternehmen speziell so ein LGBT-Produkt hat. Das Problem ist nur, dass dieses Unternehmen selber innerhalb des Unternehmens nicht wirklich was für LGBT macht, zumindest keine Strukturen dafür hat. Wir haben nachgefragt, wir wollten wissen, was Katjes speziell für LGBT-Mitarbeiter macht. Da kam leider nicht sehr viel. Tatsächliches echtes LGBT-Engagement fängt nicht Anfang Juli an und hört Ende Juli auf, sondern das ist das ganze Jahr über.